Hallo Leute und willkommen zurück zu FIFA 18. Heute geht es zum nächsten Mal gegen, in Rot, in Stadtfarben gegen FC Barcelona. Camp Nou ist nicht im Spiel, El Libertador. Nur Camp Nou ist nicht im Game. Oh, holy. Okay. Camp Nou ist nicht im Game. Ich bin übrigens ganz schlecht im Keeper sein. Hallo und herzlich willkommen. Heute also steigen diese beiden Mannschaften ein. Ja, El Libertador, das ist nicht Camp Nou. Jordi Alba, Suarez, Ter Stegen. Wait, die haben keinen Lionel Messi, oder? Die haben keinen Messi. Die haben Ter Stegen und Suarez. Ja, Stein, McGregor, Sergei. Trinks! Oh, wir starten mit Trinks heute in der Startaufstellung, ja? Das ist übrigens Champions League, ne? Oder Champions Cup, weil damals hatten die Lizenz noch nicht. 2018. Kam erst ein Jahr später zu 2019 hinzu. Ja, die haben auch Ter Stegen. Sorry, der zählt halt zu den 5 besten Keepern der Welt, I guess. So. Ich bin immer noch der Ansicht, dass Manuel Neuer einfach besser ist als Ter Stegen, so. Was jetzt nicht unbedingt auf ihre primären Leistung zurückgeht. Es kommt auf ihre Spielweise an. Ter Stegen ist mehr so. So was Skill und so weiter angeht, oder also nicht was geil. Was die Spielart und Weise angeht. Ja, also die, was das Torhüter angeht, nicht als Spieler, sondern als Torhüter, ist der halt noch mehr, geht halt noch immer mehr so in Richtung Linientiger. Ja. Und es gibt sehr gute Linientiger-Torhüter so. Ja. Gab es in der Vergangenheit auch schon. Kahn zum Beispiel, sehr, sehr gutes Beispiel, aber. Der Grund, warum Oliver Kahn auch immer besser sein wird als Ter Stegen, ist einfach, weil persönlichkeitsweise, wenn du einen Kahn hinten drin hattest, dann hast du dir in die Hosen gemacht, wenn du zurücklagst. Weil der Kahn, der rastet richtig aus bei sowas. Ter Stegen guckt nur böse und kriegt dann vom FC Bayern noch 4 weitere Tore reingedrückt. Ja? Also, so, ja, so Linientiger sind halt, sind halt effektiver, ja, wenn sie halt sozusagen die Mannschaft nach vorne peitschen und dafür sorgen, dass eben die Mannschaft so spielt, dass die halt ihre Stärken ausspielen können. Da brauchst du eine absolut insane Abwehr für. Mit einem Manuel Neuer hinten kannst du eine sehr viel offensivere Abwehr nehmen, weil Neuer selbst zum Großteil Abwehrspielertechniken benutzt, statt Torhütertechniken oder klassische Torhütertechniken so. Ja, deswegen vom Spielstil her würde ich sagen, Manuel Neuer passt einfach besser in den modernen Fußball, weil er es halt revolutioniert hat, was es heißt, Torhüter zu sein, mit seiner mit dem mitspielenden Torhüter-Spielstil, ja, der Manuel Neuer ja zumindest zu einem Teil mitentwickelt. Und Ter Stegen gehört halt noch so alte Schule-mäßig, ja. Aber er ist halt alte Schule-mäßig ohne die Persönlichkeitsstörung. So, ja. Und ich bin riesiger Oliver Kahn-Fan, ja. Und ich sag's, wie es ist. Das ist für mich halt. So, kann sie das inzwischen auch anders. Aber für mich ist das so ein bisschen so Persönlichkeitsstörung. Ich meine, das kommt mit der Atmosphäre, die damals im Fußball herrschte, kommt das auch hin. Ja. So. Ja.
Da musstest du sowas einfach irgendwie entwickeln. So einen. Einwurf für die Berliner. So ein. Ja. So eine. So eine Persönlichkeit. Auch Ja. das stark. Persönlichkeiten können sich ja. Da kann er sich den Oh, Ball holen. fuck, Alter, Barcelona ist echt gut, Mann. Da kämpft er sich zurück. Klasse, er hat den Ball. Trinks. Selke ist langsam als Jordi Alba. Okay, ja. Jordi Alba Er passt ist ab und holt halt sich immer im noch. Mittelfeld den Ball. Ist halt Barcelona, die zählen zu den besten der Gutes Welt. Spacing, fair gemacht und er hat den Ball. Yes, yes, jetzt. Das könnte Komm, eine Selke. Gelegenheit werden. Selke. Und jetzt der Schuss. Den hält Ter er super. Stegen, Alter. Boah. Ich würde so gern in Elfmeter-Duell mit Ter Stegen gehen, ey. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Mit dem Pro. Haraguchi mit dem. Puschi, eine Frage auf diese Zeitlupe. Absicht oder Glück? Von beiden etwas wollen. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende so präzise, dass es da nichts zu halten gibt. Was war das denn, Alter? Was zum Obst? Und damit haben wir den ersten Ich Treffer kann nicht mehr, und ey. können das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wie kann das Ding reingehen, ey? I'm just Er sieht what? zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Alter, what? Oh fuck. Wie hat das geklappt? Weiser. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Titi, ja. Das sind halt alles so Namen, so die hat man halt schon mal gehört. Im internationalen Fußball so, ja. Wie gesagt, oberstes Ziel sollte natürlich sein, hier den Pro Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. möglichst pro-mäßig erscheinen Und zu los lassen, geht's. so als ist das, als wäre das der neue Fußballgott, ja. Munir. So. Den muss er jetzt machen. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Außen vorbeiziehen. Einwurf Herber. Lecky. Rakitic jetzt am Ball. Die sind einfach zu schnell, die Barcelona-Spieler. Das ist einfach. Fairer Einsatz hier. Ja. Da kommt der Pass auf Die außen. sind einfach krass gut. Also es Jetzt ist. sind sie am Ball. Das ist hier echt schwer. Weiser. Und das war richtig gut. Weiser. Fuck, der wurde perfekt auf den einen Verteidiger da abgefälscht. Echt wenig. Yes, 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 Den muss yes. er zum Torwart zurückspielen. Er köpft ihm also Mitspieler. Kopf durch die Wand Passt Ding auf und hat den Ball. oder Das sah bisher bei Leverkusen Brechstangen die Ding, Torfolge in dieser ja, Partie nicht einfach aus. nach vorne gehen und irgendwann irgendwie wird man da schon Er einfach holt den Kopf Ball durch die wieder Wand aus dem mäßig durch. Stand. Klappt hier nicht so ganz easy. Da sind die Spieler zu gut, ja. Jetzt könnte es gefährlich werden. Samba. McGeady. Macht er. Samba. Nelson Semedo. Ah, Semedo ist der zweite. Und Titi. Titi und Semedo haben die da stehen. Okay. Semedo kenne ich
habe ich echt noch nicht so oft gehört. Ja. Also. Ich muss auch sagen, das ist jetzt die dritte oder vierte Saison. Ja. Also sie sind schon Transfers, 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 Transfers durchgelaufen in der Simulation. Ja. Und ich kenne die Barcelona-Mannschaft von damals nicht so gut. Entschlossen geklärt. Oh, Alter, das 1-0 von Haraguchi Ist die Geschichte gegen carried uns Schalke hier gerade geschrieben durch. in diesem ersten Forum? Schalke ist in der Champions League. Oh. Schalke spielt parallel auch. Wir sind rechtzeitig wieder zurück zur zweiten Hälfte in diesem ersten Gruppenspiel in der Königsklasse. Ja, der Ball Erstes rauscht wieder Gruppenspiel. weiterhin viel vergnügt. Erstes Gruppenspiel gegen Barcelona, Alter. Junge, ey. Sie kämpfen um den Ball. Da passt er auf und kann klären. Per Kopf verlängert. McGinn. So wird das Spiel Alter, ey, mit dem das Tor des Ding, Gegners ey. wahr. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Abseits? Super Ja. gestartet. Es gibt Abseits. Ich habe den nur so aus dem Augenwinkel unten in der Ecke stehen sehen, war so, ey. Der steht viel zu Abseits. abseitsig, als dass der da gut hinkommt. So. Umtiti. Jetzt vor die Alba. Rakitic jetzt am Ball. Und damit ist der Ball weg. McGinn. Abseits. Befürchten, das war Abseits. Er wechselt gleich Suarez und André Gomez. Ist Messi verletzt? Busquets jetzt. I mean, Luis Suarez. warum ist hier kein Lionel Sie haben den Messi? Ball. So. Würde Barcelona sehr viel helfen, weil Messi könnte einfach mal ganz nachher vorbeispazieren. Und dass ich irgendwas dagegen tun könnte. Das ist fucking Da Messi, kämpft er Junge. sich zurück. Klasse, Ah! er hat Und den ich bin Ball. scheiße im Verteidigen. Ich spiele zwar immer zu Null, aber das ist echt mehr Glück als Verstand, so. Munir. Dass mir das immer gelingt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Der ist liegen geblieben. Suarez. Da ist der Ball weg. Busquets. Meine üblichen Taktiken klappen hier halt nicht. Das ist. Mittelstädt. Maxi. Sehr gut. McGinn. Und damit sind sie am Ball. Du verlierst mir hier nicht den Ball. Nun vor die Alba. Alter, die sind so schnell. Busquets. Sogar die Innenverteidiger. Luis Suarez. Junge, ey. Langkamp. Und jetzt haben Sie den Ball. Und Alba ist schneller. André Gomez. Busquets jetzt. Niklas Stark. Hätte wollte irgendwie vor 5 Minuten wechseln. Ja. Aber dadurch, dass es hier nie McGinn. irgendwie einen Standard gab. Jetzt vielleicht. Da ist der Torwart da. Nein, den bekommt keiner den Gut Rebound. geklärt. Das war wichtig. André Gomez. Und nun Busquets. Jetzt haben Sie den Ball. Davy Selke.
Und der ist abgefällt. Ich kann nicht mehr, ey. Einwurf für die Berliner. Okay, Salomon Kalou. Immer noch kein Freund von niemals Person, aber als Fußballer in diesem Spiel bin ich. Alter, ja, das war mal so göttlich. Oh mein Gott. Also dieser Trick und dann mit dem schwachen Fuß, ne? Bam, bam. Alter. Denkt an, hier galt noch die Auswärtstorregel, ja? Also. Und das Barcelona, das sind vermutlich die größten Konkurrenten hier in der Gruppenphase. Ja? Ich Also. sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Niklas Stark. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Warum ist eigentlich der Trinks, der sich das Bein gehalten hat, nicht ausgewechselt worden? Abseits hier gegen Suarez. Der war im Abseits. Jo. S-Wein. Warum wird er so ausgepfiffen? Oder weil die Fans nicht wollten, dass er Haraguchi ersetzt, weil der Typ ein Tor geschossen hat oder was? Junge, die spielen echt insane gut. Da ist er Das war ein aufmerksam auf den ganz, ganz Ball. böser Fehler. Denn Und so dann alles. kriegt der Puck keinen Speed auf der Schuhe. Und jetzt Verdammt. Jordi Alba. Sie holt sich den Ball. Davy Selke. Kacke. Hat die KI nicht so ganz verstanden, was ich wollte? Also sowohl die Ziel-KI als auch die Denn KI, die so meine alles. Mitspieler dahin laufen lässt. Wenn ich ihnen den Ball in den Lauf spiele, das klappt sowieso Jetzt immer. Einwurf Barca. Mehr so semi, dieses in den Lauf spielen. Der Wechsel jetzt bei der Schieber für Säcke. Oder sind das die Barca-Fans, die einfach alle Hertha-Wechsel kategorisch ausbuhen? Dieses Ausgebuhr ist sowieso eine Unsäglichkeit im jetzt. Fußball. Niemand sollte ausgebuht werden. Sorry. Egal, wo Luis Suarez gespielt hat, seine Tore hat der Uruguayo bei jedem Club gemacht. Und natürlich auch für sein Land vor allem. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Ein zweiter Gehäusepraller. Ich werde nicht mehr. Was sind das denn heute für insane Tore? Einmal das Ding von Haraguchi. Dann das vom Pro mit dem noch berührt. Insane Abspiel und jetzt das Ding. So hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Leolo Sané. Campeones, Campeones. Man sollte vielleicht beim ersten Spiel nicht unbedingt anfangen, Campeones zu singen, aber. Und jetzt ist der Ball erst mal raus. André Gomes. Er spielt den Pass zurück. Mittelstädt. Er nimmt ihm den Ball ab. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Jetzt ist er auf und davor. Er zieht ab. Da passt der Klasse auf.
da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Schade. Ja, okay, das war's dann. Niklas Stark. 3:0 gegen die Katalanen. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter 3:0 gegen die Katalanen. Diensttor. Diensttor. Seit zu 0 gegen die Katalanen, Alter. Okay, interessant. Eine Sache muss ich jetzt natürlich noch nachgucken. Tabellen. DFB-Pokal. Okay, es wird noch nicht angezeigt wegen Achtelfinale. Die ganzen Spiele. Super Cup haben wir gewonnen. European International. Copa Europa. Champions Cup. Celtic! Okay, Dortmund. In einer Gruppe mit PSG. Bayern in einer Gruppe mit City und Villarreal und Olympiakos. Wir sind in einer Gruppe mit Tottenham, Olympique Marseille und Barcelona. Junge, was ist das denn für eine Gruppe, ey? Holy crap. Liverpool und Madrid. Okay, ja, für dieses Jahr ein Selbstläufer. Neapel, Valencia, Benfica und Basel. Das wird durchaus interessant gemischt. Schalke von Juve komplett zerlegt. Aber gegen Zenit und Monaco könnten sie eine Chance haben. Und dann Atletico, Inter, Porto und Celtic. Ja, Atletico und Inter werden jetzt wahrscheinlich weiterkommen. Chelsea und Rom oder Chelsea und Galatasaray? Ja, PSG und Dortmund werden vermutlich weiterkommen und Bayern City. Ja, aber vier deutsche Mannschaften. Vier deutsche Mannschaften. Bayern, oh, einen Punkt, die haben verloren. 1:0 haben die verloren. Ei, 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 ei. Ei, ouch. Ouch, 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 ouch. Gegen wen hat Bayern verloren in der Liga? Gegen Schalke. okay. Naja, egal, ich würde an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.